Hallo und willkommen zurück zu Quake. Beim letzten Mal haben wir noch ein Level erledigt und jetzt sind wir im nächsten. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel das ist. Ich mache mir da keine Mühe mehr zu schätzen oder zu raten, aber es könnte das letzte sein, weil hier so eine Rune ist. Wir müssen ja irgendwie Runen einsammeln, meine ich. Eine, glaube ich, haben wir schon. Oder kann man das irgendwo sehen? Ja, weiß ich nicht. Ich will jetzt mal lieber nicht auf die verkehrte Taste drücken. Ne? Ich glaube, an das kann ich mich erinnern. Ja, doch, mit diesen Stempeln da oben. Die fahren dann runter und machen dann so einen Elektroimpuls. Und da aus der Lava kommt so ein Monster raus, das aber da drin bleibt. Und wir müssen da oben rumlaufen und das Zeug da alles einschalten. Und da kann man auch hoch, genau. Und dann muss man hier drauf. Ah, da sind die ja. Okay. Ja, dann könnten wir das ja mal so machen, dass wir erstmal da die runterfahren. So, aber nicht, dass die dann wieder hochgehen. Na ja, gut, dann gehen sie eben wieder hoch. So, und jetzt fahren die runter und jetzt müssen wir da unten die Rune holen. So. Boah, da kommt er ja. Und der wirft mit Lavabrocken, ja. Ah, jetzt sind sie wieder hochgefahren. Nee, kommt gar nicht wahr. Oh, nee. Boah. Ja, ich glaube, wir können nochmal von vorne anfangen. Wir müssen jetzt sowieso erstmal wieder hoch. Aber nicht von hier. Moment. Von da vorne. Ja, wir versuchen es einfach mal. Oh, das wird schwierig. Und hier so hoch. Oh, der kann doch nach oben werfen. Ja gut, dann fangen wir also nochmal von vorne an. Und diese Dinger, ich probiere es jetzt nochmal aus. Die fahren, also Moment. Erst nach da hinten laufen, um hochzukommen. Also ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich meine, die sind doch unten geblieben. Diese Stempel da. Wir probieren es nochmal aus. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Es hat auf jeden Fall nicht funktioniert, aber das kann daran gelegen haben, dass ich da einfach nicht lange genug drauf stehen, gestanden bin. So, jetzt muss ich wieder in diese Richtung. Ja, genau. Die Rune holen. Die Dinger sind jetzt unten. Okay. So, da kommt er ja. Wo ist denn der Aufzug? Andere Seite. Oh ja, doch so toll. Das ging ja gut. Ich meine, schlecht. So, na gut. Also nochmal. Also hier, Plan ausführen. Na, das kann sich jetzt noch hinziehen. Der haut aber auch was weg hier mit seinen Lavabrocken. Das ist ja der Hammer. Zwei Treffer und wir sind erledigt. Moment, was ist denn da unten? Da ist ein... Da ist was. Ah, Moment, da kommen wir... Jetzt habe ich gerade so irgendwie so automatisch auf die Tasten gedrückt. Nö, das ist verkehrt. Okay. Auf die Zahlentasten. Irgendwie so reflexartig wahrscheinlich. Nö, da tut sich aber nichts. Ja. Die Nagelpistolen gehen da nicht. Moment mal. Wir hatten den anderen Stempel doch auch schon oben, oder? Die bleiben wahrscheinlich nur so für eine gewisse Zeit dort. Ich speichere mal, dann kann ich hier gleich anfangen. So, jetzt haben wir die Rune. So. Wenn wir schnell genug laufen, dann müsste es doch gehen, oder? So, jetzt mal ausprobieren. Ah, jetzt ist der eine wieder oben. Oh, komm, ey. Ja, dann geht's natürlich nicht. Ja, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Oh nein. Ach, komm. Ja, toll. Wieder was abgekriegt. So, und jetzt? Das ist der andere wieder oben, ja, das war ja klar. So, da zurück und... Ja! Oh, Moment. Ja, toll. Ah, ich hätte gleich speichern sollen. Ja, auf diese Weise müssen wir uns da durchkämpfen. Ja gut, ich kann wieder von vorne anfangen, ne? Wie ist es jetzt mit Vorbereiten? Ja doch, das macht Sinn. Da sparen wir uns ein bisschen Risiko.
Also gut, sobald ich einen Fortschritt habe, gleich speichern und auf diese Weise kommen wir durch. Das finde ich eigentlich gar nicht schön für ein Spiel, dass man sich auf so eine Weise da vorarbeiten muss. Immer so ganz kleinschrittig zu speichern. Oh, oh, puh. So. Aber wie man sieht, scheint es kaum anders zu gehen. Drauf hier. Oh, speichern, speichern. Oh, oh, ja. So. Einmal gedrückt. Oh, wie oft muss man das machen? Okay, das haben wir auch. Oh, sehr gut. Ja. Boah, so müssen wir mindestens noch einmal machen. Oh, Moment. Speichern, speichern, speichern. Ah, sehr gut. okay. Oh, nein. Oh. Ja, aber ich habe ihn gespeichert. So. Okay, das war ziemlich gut gespeichert an einer guten Stelle. Och, ja, aber das nicht. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Ja, okay, ich springe in die Lava. Hm, wo steht er denn? Der steht irgendwie da gar nicht drin. Naja, nee, das war nicht gut. So, der knallt gegen die Mauer, ne? So, in diese Richtung. Wir müssen jetzt irgendwie erstmal nach oben. Und das geht da, ja. Okay. Oh, ich speichere jetzt alle 5 Sekunden. Ah, die Stempel fahren also gerade wieder hoch. Okay. Aber ich glaube, wir müssen es nur noch einmal machen. Also wenn das wirklich auf dreimal machbar, also gemacht werden muss, dann... halt, halt, halt. Oh, der... Ja, es haut ihn um. Es haut ihn um. Schnell speichern. Achso, ja, weil ich wieder draufstehe. Okay. Also, der Typ ist tot. Oh, boah, bin ich froh. Naja, so haben wir es ja geschafft. Ach, da vorne ist das. Haben wir hier irgendwie, was, um uns zu verarzten? Nö, sieht nicht so aus. Dafür hatten wir eine einfache, also, was heißt einfache Aufgabe? Vom Verständnis her, was wir machen müssen, das war schon recht einfach. Oh, jetzt müssen wir da runterspringen. Oh, aua, das tut weh. Ja, aber nicht sonderlich. Und dann dürften wir schon durch sein. Ja gut, dann rein da durchs Tor. Ja. Na toll. Gut, 21, warum auch immer, okay, aber 21, von 21. 2,5 Minuten nur, okay, das ging schnell. Und Geheimnisse, Geheimverstecke waren da gar keine dran. Okay, dann hängen wir gleich das nächste Level dran, oder auch nicht. Aha, vielleicht haben wir die erste Episode schon geschafft. The Corpse of the Monstrous Entity, ich kann das schlecht lesen, ne? Don sinks back into the lava whence... It rose. Ach, oh, ja, egal. You grip the rune of earth magic tightly now that you have conquered the dimension of the doomed realm of earth magic. You are ready to complete your task. A rune of magic power lies at the end of each haunted land of Quake. Go forth, seek the totality of the 4 runes. Okay. Gut, dann haben wir die erste ja also schon. Und dann müssen wir noch 3 weitere kriegen. Also hatte ich doch recht da mit diesen Runen da, die wir da kriegen müssen. Also Schlüssel einsammeln, die silbernen und goldenen Schlüssel, um da Türen zu öffnen. Finde ich eigentlich ganz nett, dass man das so machen muss. Ja, und jetzt diese Runen da. Gut. Dann mal weiter. Aha, siehst du, jetzt sind wir also doch schon in dieser Episode, in diesem Raum hier wieder. Ja, die erste Episode haben wir durch. Ja, okay. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge hier mal. Dann war das jetzt wahrscheinlich eine kurze Folge nur, aber das ist ja egal. Dann fangen wir in der nächsten Folge mit der nächsten Episode an, oder? Ja, doch. Und ja, doch. Ja, was denn sonst? Wir bleiben hier nicht stehen. Gut, die Sache ist jetzt nur, welche ist die nächste? Diese hier? Diese? Oder kann man sich das aussuchen? Ich würde die eben der Reihe nach durchgehen. Das habe ich früher auch immer gemacht.
Ja, und was? Wir machen das einfach so. Wir gehen sie hier so der Reihe nach durch. Ich glaube, das macht Sinn. Und ja, was uns dann in der zweiten Episode erwartet, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen erstmal. Und ja, dann sehen wir uns also dort. Bis denn. Tschüss.